Das schwache Gesetz der großen Zahlen, das liegt eigentlich all unserer Intuition über Wahrscheinlichkeitsrechnung zugrunde. Das besagt im Wesentlichen, dass Mittelwerte gegen Erwartungswerte streben und dass relative Häufigkeiten gegen Wahrscheinlichkeiten gehen. Und wie ist das hier formuliert? Wir haben hier zunächst mal ein paar Zufallsvariablen, x1, x2 und so weiter. Die sollen alle auf die gleiche Art und Weise verteilt sein, jeweils mit Erwartungswert μ und mit Varianz Sigma Quadrat. Und jetzt bilden wir hier den Mittelwert dieser Zufallsvariablen. Wir zählen sie alle zusammen und teilen durch n. Wir können uns das vielleicht mal so vorstellen, dass wir ein und dasselbe Zufallsexperiment immer wieder wiederholen und dann irgendeine Zahl daraus bestimmen aus dem Ausgang des Experiments. Auch immer nach der gleichen Methode die gleiche Zahl daraus bestimmen. Und dann mitteln wir all diese Ergebnisse. Und jetzt ist also die Aussage, dass diese Ergebnisse hier, diese gemittelten, dass die nahe bei diesem Erwartungswert der einzelnen Zufallsvariable liegen. Und zwar genauer, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine Abweichung von dem μ sehen, die größer gleich Epsilon ist, die geht für n nach unendlich gegen 0. Also die Wahrscheinlichkeit für Abweichungen von diesem μ, die geht gegen 0, wenn wir das Experiment, das Zufallsexperiment nur oft genug wiederholen. Und das ist jetzt auch erstaunlich einfach zu zeigen, wenn wir nur die Chebyschewsche Ungleichung haben. Aber was müssen wir jetzt tun? Jetzt haben wir hier diese Zufallsvariable yn definiert. Jetzt gucken wir uns mal von der an. Was ist denn deren Erwartungswert? Das ist der Erwartungswert von, setzen wir die Definition ein, Summe j von 1 bis n, xj, das Ganze durch n geteilt. Bei Erwartungswerten, da können wir diese Faktoren einfach rausziehen und die Erwartungswert von der Summe von Zufallsvariablen ist die Summe der Erwartungswerte. Also j von 1 bis n, Erwartungswert von xj. Die sind aber alle μ, also hier steht 1 durch n, Summe j von 1 bis n, μ. Hier hängt gar nichts mehr von j ab, also diese Summe ist n mal μ, das n können wir kürzen. Das heißt, nicht verblüffend, der Erwartungswert für dieses yn ist wieder der gleiche wie für die x. Jetzt interessanter wird es bei der Varianz. Wie geht das? Schauen wir uns mal die Varianz von yn an. Das ist ja die zweite Größe, die wir brauchen, wenn wir Chebyschew benutzen wollen. Die Varianz zunächst mal ist also die Varianz von 1 durch n, Summe j gleich 1 bis n, xj. So einen Faktor können wir aus der Varianz auch rausziehen, dabei wird er quadriert, weil alle Größen da immer quadratisch eingehen. Also Varianz 1 durch n mal die Varianz, Summe j von 1 bis n, xj. So, jetzt brauchen wir eine Voraussetzung, die wir bisher noch nicht verwendet haben, nämlich hier oben, dass die unabhängig voneinander sind, diese Zufallsvariablen. Also hier verwenden wir die Unabhängigkeit. Und dann wissen wir, bei unabhängigen Zufallsvariablen ist auch die Varianz additiv. Das heißt, wir haben jetzt hier 1 durch n Quadrat, Summe j von 1 bis n und die Varianzen der einzelnen xj. Ja, aber die sind alle Sigma Quadrat. Das heißt, hier steht 1 durch n Quadrat, Summe j von 1 bis n, Sigma Quadrat. Bei der Summe schreibe ich jetzt das Sigma Quadrat n mal hin. Das heißt, diese Summe hier ist n mal Sigma Quadrat. Da kann ich ein n kürzen, aber ein n bleibt übrig. Und das ist wichtig. Also die Varianz von diesem Mittelwert, die hat was zu tun mit der Varianz der einzelnen Zufallsvariablen. Aber wichtig, sie wird durch n geteilt hier unten. Das heißt, die wird kleiner, wenn wir nur oft genug unser Zufallsexperiment wiederholen. Also vielleicht lassen wir das farbig. Das ist der entscheidende Beitrag hier, dieses n da unten. Okay, und jetzt setzen wir in Chebyschew ein. Was wollen wir ausrechnen? Die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass das yn jetzt von seinem eigenen Erwartungswert, na, hier oben steht er, das μ, dass das von diesem μ abweicht um Epsilon oder mehr. Und was müssen wir da machen? Da müssen wir hier rechts hinschreiben die Varianz unserer Zufallsvariable. Die Varianz ist aber Sigma Quadrat durch n. Ja. Da ist das n von gerade eben. Das hier ist die Varianz und die müssen wir teilen durch diese Größe hier im Quadrat, also durch Epsilon Quadrat. Aber jetzt haben wir eben dieses n hier und damit sind wir durch, schicken wir n nach unendlich und dann geht das Ganze gegen 0.